Herr Sinn, Strafzölle ganz grundsätzlich. Erklären Sie uns einmal, was da gerade passiert. Dieser Handelskrieg, der da kurz vor Ausbruch oder Eskalation ist. Welchen Sinn macht das? Und hat der Mann vielleicht an dem einen oder anderen Punkt möglicherweise recht? Wenn ich zum Beispiel lese, dass amerikanische Autos durchaus mit 10% hier bei uns in Europa besteuert werden, während unsere Autos dort mit nur 2% besteuert werden. 2,5, ja. So, 2,5, genau. Also macht eine kleine Differenz. Ja, hat er recht? Gut, dass Sie das erwähnen. Insofern, ich bin also wirklich kein Freund von dem Trump in vielerlei Hinsicht. Und ich kann auch über die Aura von Herrn Trump überhaupt nichts sagen. Das ist nicht mein Metier. Aber der Vorwurf, den er den Europäern macht, dass sie selbst sich durch Schutzzölle abschotten, der ist sogar richtig. Und das wird hier in der deutschen Presse total falsch dargestellt. Deswegen frage ich danach. Was Sie sagen, ist genau richtig. Also die 10% werden auf amerikanische Autos erhoben und umgekehrt nur 2,5%. Und dabei bleibt es ja nicht. Die Agrarpreise in Europa sind wegen unserer massiven Zölle im Schnitt um 20% über den Weltmarktpreisen oder auch den amerikanischen Preisen. Die europäischen Bauern schützen sich gegenüber Importen aus den USA zum Nachteil der deutschen Verbraucher. Die müssen, entsprechend mehr bezahlen. Nehmen Sie mal Rindfleisch. Rindfleisch wird hier, wenn es importiert wird, belastet mit 69% Steuern. Schweinefleisch mit 26% Steuern. Ja, deswegen ist das Schnitzel so teuer? Ja, würde ich sagen. Ich habe in Amerika gelebt. Ich meine, die Nahrungsmittel sind dramatisch billiger dort. Wenn wir also einen gemeinsamen zollfreien Austausch hätten, würden die normalen Verbraucher, gerade die einfachen Leute, würden ihren Lebensstandard deutlich vergrößern können. Mhm. Die EU ist extrem protektionistisch unterwegs und den Amerikanern reicht es. Ja. Deswegen sagen Sie, wenn ihr jetzt nicht endlich mal damit aufhört, dann werden wir auch eure Autos besteuern. Und da sind die Deutschen natürlich jetzt empfindlich und sagen, das müssen wir vielleicht doch wohl. Und ich glaube, das wäre jetzt die richtige Reaktion auf Trump. Nicht wie die EU das will, noch die Harley-Davidson und anderes mit einer Strafsteuer belegt. Also das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen albern, wenn ein älterer Herr von der EU plötzlich davon spricht, dass man Harley-Davidson und Jeans höher besteuern muss. Ja, das war vom Bild her schon so ein bisschen schräg. Die Zölle, die fließen in den EU-Haushalt. Die sind ein großer Teil des Budgets. Deswegen haben die gar nichts gegen den Handelskrieg. Das sind ja mehr Einnahmen für die. Aber das ist doch alles zulasten der europäischen Verbraucher. Wo sind wir noch als Europäer so protektionistisch unterwegs? Ja, auch durch nicht-tarifäre Handelshemmnisse, wie man sagt, indem also alle möglichen Vorschriften in Brüssel gemacht werden. Die krumme Gurke ist ja nur ein Beispiel. Die ist ja durch, die krumme Gurke. Aber lesen Sie mal über Agrarprodukte, wie die ganzen Äpfel definiert werden, welche Kartoffeln es geben darf und all so weiter. Das ist ja alles dazu da, um möglichst Importe abzuschotten von dem europäischen Markt und die Verbraucher zu zwingen, die teureren Produkte in Europa zu kaufen. Ist das der Grund, Herr Sinn? Ist das der Grund? Wir machen uns ja gerne drüber lustig. Ja. Haben die nichts Besseres zu tun, als krumme Gurken sozusagen anzuordnen? Ja, das ist der Grund. Natürlich. Das ist der wahre Grund dafür. Ja, das heißt, es ist mitnichten ein Dollhaus da, sondern das hat einen ganz konkreten Hintergrund. Ja, natürlich. Häufig sind diese Regulierungen gemacht worden unter dem Einfluss der jeweiligen Industrien, die ihre Produkte schützen wollen. Das haben wir ja überall. Das haben wir bei den DIN-Normen, wo die Firmen, die besonders gute Dämmstoffe machen können, dafür sorgen, dass die Häuser in Watte gepackt werden. Das haben wir überall. Und das haben wir natürlich auch in Brüssel. Brüssel hat sehr viel Gestaltungsmacht bei der Definition von Produkten. Und dann kommen die europäischen Hersteller und sagen, das muss aber jetzt so und so definiert werden, weil wir Angst haben, dass sonst die ausländischen Produkte reinkommen. Das ist alles eine Lobbypolitik zu Gunsten von großen Industrien, mächtigen Lobbys in Europa und zu Lasten der einfachen Menschen, die die teuren Produkte kaufen müssen. Das muss auch mal gesagt werden. Insofern sollten wir auf Trump reagieren, nicht wie die EU das will, durch eine neue Spirale in Richtung Protektionismus mit höheren Zöllen, sondern wir sollten tatsächlich unsere Zölle mal ganz abbauen, insbesondere im Agrarbereich und auch bei den Autos. Das würde ja allen helfen. Würde ja auch mit Blick auf Stichwort Migration, würde ja auch mit Blick auf die sogenannte dritte Welt, auf Afrika zum Beispiel. Ja, natürlich. Enorm helfen. Ich habe einen Kollegen. Wir würden doch einem afrikanischen Kleinbauern damit helfen, seine Produkte hier leicht
weiter verkaufen natürlich zu können. Das ist das Absurde. Ich habe einen Kollegen, John Wally aus Kanada, der hat da ein Weltmodell berechnet. Er hat rausgerechnet, dass die ganze Entwicklungshilfe der entwickelten Länder an die dritte Welt viel kleiner ist als der Nachteil, den die dritte Welt dadurch hat, dass die entwickelte Welt die Produkte dieser Länder nicht reinlässt. Gerade die Agrarprodukte, wo die also einen gewissen Handelsvorteil haben. Ja, es ist alles eine total verdrehte und verfälschte öffentliche Diskussion in diesem Punkt, wo man also alle möglichen moralischen Argumente davor bringt, um diese Handelsabschottung zu begründen. Und in Wahrheit trifft man die einfachen Leute. Und jetzt überlegen wir uns nochmal, wie hier in den letzten Jahren über TTIP beispielsweise diskutiert worden ist. Also über einen transatlantischen Freihandel. Wie wir das diskutiert haben, auch von linker Seite. Und jetzt bin Herrn Sinn dankbar, kommt mal Licht ins Dunkel, dass es oft genug eine Abschottung bei uns war, zu Lasten von Millionen Menschen, die Verbraucherinnen und Verbraucher sind. Also mein Vorschlag wäre, eigentlich müsste man jetzt Trumps Forderungen zum Anlass nehmen, zu sagen, holen wir doch diesen Entwurf eines Freihandelsabkommens mal aus der Tiefkühltruhe raus und nutzen die Gelegenheit, um mit ihm zu sprechen. Schließen wir mal ein Freihandelsabkommen mit Kanada und mit Japan ab. Auch das würde Druck machen für ihn, bitte. Wenn Sie jetzt in der Regierung wären, sagt Frau Dunst vollkommen zu Recht. Nee, eben nicht. Da darf ich auch mal was sagen zu der Regierung. Also, auf die Pointe muss ich eins sagen. Bei Jamaika war ausgeschlossen, dass wir CETA zustimmen. Okay, ja. Herr Sinn. Ich meine, weshalb ist die Sache gescheitert? Ich sehe das als Außenstehende, aber ich habe auch viele europäische Informationen. Es geht im Grunde um die Frage der Europäischen Transferunion. Macron ist mit einem großen Programm aufgetreten. Er will einen europäischen Finanzminister, er will eine europäische Steuer, er will gemeinsame Verschuldungsmöglichkeiten, er will gemeinsame Arbeitslosenversicherung, er will die Konten gemeinsam abgesichert haben und. Ja? Das sind riesige Lasten, die auf den deutschen Steuerzahler zukommen. Und Macron hat gesagt, wenn der Lindner in die Regierung eintritt, bin ich tot. Ich weiß, ja, das stimmt. Ja, das ist der Grund. Dass der ganze Rest, der hier besprochen wurde, wer wann was an welchem Tag gesagt hat, ist sowas von irrelevant. Das finde ich nicht. Es geht in Wahrheit um diese fundamentale Frage. Wird Deutschland das Portemonnaie aufmachen, um die nicht mehr wettbewerbsfähigen Länder im Süden durch eine Transferunion dauerhaft zu stützen? Und da sagt die FDP, nein, das machen wir nicht mit. Das können die deutschen Steuerzahler gar nicht leisten. Das schaffen wir auch nicht. Das ist eine viel zu große Nummer. Jeder muss sich um sich selber kümmern und Wettbewerb. Herr Sinn, mit Verlaub, aber wenn Sie sagen, das ist alles völlig unwichtig, das ist ja jetzt der wirtschaftspolitische Aspekt der ganzen Geschichte. Ja. Aber da spielt ja auch Geostrategie, sage ich mal, eine Rolle. Ja. Es ist ja geostrategisch nicht unwichtig, ob man ein Land wie Griechenland zum Beispiel in der EU hält oder nicht. Man kann ja jenseits Wirtschaftsunion nicht in der EU. Niemand wollte Griechenland. Alles durcheinander. Herr Schäuble, der 15 Finanzminister, auf seine Seite gebracht hatte im Sommer 2015, um Griechenland den Austritt aus dem Euro zu ermöglichen, wollte sie ja nicht aus der EU ausstoßen. Aus dem Euro. Ja, okay. Das ist ja ein feiner Unterschied. Wir haben viele Länder in Osteuropa, die sind gar nicht im Euro, obwohl sie zur EU gehören. Man muss auch mal aufhören, Europa mit dem Euro zu identifizieren. Sie haben recht, das macht man natürlich, diese Verkürzung macht man, weil der Euro natürlich auch ein unglaublich starkes Symbol für diese EU ist. Ne? Das ist aber eben auch wirtschaftlich relevant. Und all die Debatten, meine ich jetzt, die rund um diesen Euro und um die Verschuldungsquote von Griechenland und so weiter geführt worden sind, liefen ja auch genau in diese Richtung. Also insofern ist das nicht ganz unwichtig, was da auch politisch entschieden wird. Ja, ich würde gerne noch mal auf die Handelsgeschichte zurückkommen. Stabilisiertes Griechenland, wenn Griechenland im Euro ist und eine ganze Generation von jungen Leuten aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen wird, weil das Lohnniveau wirklich zu hoch ist. Ja. Griechenland müsste abwerten, um wettbewerbsfähig zu sein, werden, um Jobs zu schaffen. Das würde das Land stabilisieren. Das ist doch gar keine Stabilisierung. Es wird behauptet, diejenigen, die einen falschen Weg eingeschlagen haben, behauptet, das ist der Weg zur europäischen, nach Europa, zur politischen Stabilisierung und so weiter. Das ist doch Käse. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Man hält diese Länder dauerhaft in einer Situation der Massenarbeitslosigkeit, wenn man sie zwingt, im Euro zu bleiben. Gut, das nächste wäre dann Italien.
Müssen wir auch drüber reden. Das ist ein großes Thema. Ja. Wir haben ja das Wahlergebnis gesehen. Ich habe heute einen Vortrag gehört von einem Experten, der Meinungsumfragen macht. Also in Italien ist der Frust maximal. Absolut. Während wir Deutschen denken, es ist doch alles in Ordnung. Wir haben ja auch Jobs, uns geht es ja prächtig. Liegt Italien am Boden. Die Industrieproduktion ist um mehr als 20% noch unter dem Niveau von vor 10 Jahren. Richtig. Die sind abgestürzt. Ein Viertel der Firmen in Italien ist pleite gegangen, ohne Ersatz. Die ersten Jahre hat man den Leuten gesagt, das wird ja bald besser, haltet mal durch. Inzwischen und die Italiener waren immer sehr pro-europäisch, muss man sagen. Also, dass die Italiener nie den Weg nach rechts sozusagen eingeschlagen haben, muss man den hoch anrechnen. Heute sagen die Italiener, entweder Geld her oder wir treten aus. Das ist implizit in den Köpfen der Leute drin. Ich unterhalte mich häufig mit Italienern. Und ich weiß nicht, wie wir da rauskommen. Italien ist nicht Griechenland. In Griechenland haben wir das alles mit Geld zugekleistert. Aber so viel Geld gibt es gar nicht, dass wir Italien so helfen können wie Griechenland. Ein letzter Zusammenhang würde mich noch mal interessieren. Stahl war ja sozusagen das Erste, worum es dann ging bei Trump, um jetzt zurückzukommen auf Trump. Heute eine Geschichte mitgekriegt in Pennsylvania. Ist das ja eigentlich gar nicht so gelaufen, wie die Republikaner, wie Trump sich das möglicherweise vorgestellt hat mit der Wahl. Und ich habe mich gefragt, hat das auch damit zu tun, dass wirklich alles mit allem mittlerweile zusammenhängt? Also eigentlich würde man doch denken, Zölle auf Stahl heißt, amerikanischer Stahl wird wieder wichtig, wird wieder aufgewertet, würde den Leuten dort doch helfen. Dann lese ich aber, dass in Pennsylvania auch ganz viel stahlverarbeitende Industrie ist. Bedeutet, die sind darauf angewiesen, günstigen Stahl aus Indien oder China oder sonst wo zu kaufen. Das heißt, beißt sich da die Katze in den Schwanz? Ja, sicher. Jeder Zoll hat eine Doppelwirkung. Er hilft der heimischen Industrie, die jetzt vor Konkurrenz geschützt ist, und er belastet die Verbraucher, weil die natürlich höhere Preise zahlen müssen. Und ich sage Ihnen, der Effekt auf die Verbraucher ist wichtiger als der andere. Nur, die Verbraucher sind viele, ganz viele, die alle ein bisschen betroffen sind. Das reicht nicht aus, um sie politisch zu aktivieren. Während die betroffenen Industrien, das sind wenige Menschen, aber da geht es um ganz viel pro Kopf sozusagen. Die sind motiviert, jetzt politisch aktiv zu werden. Deswegen haben wir einen Bias in der öffentlichen Diskussion. Es geht immer darum, die Arbeitsplätze zu schützen und die Industrien zu schützen und nie darum, die Verbraucher zu schützen. Das heißt, im Grunde ist das eine Sackgasse, was da gerade passiert, um es jetzt nochmal... Ja, also wenn man das weiterginge, wenn es einen Handelskrieg gäbe, das wäre eine Sackgasse, das wäre eine Katastrophe für die Welt, weil natürlich Freihandel hilft. Man kann sich ja spezialisieren, so wie wir sonst alle. Sie haben einen Beruf, verdienen ihr Geld und kaufen Tausende von Produkten. Sie haben sich spezialisiert darauf, Talkmaster zu sein, wenn ich das so sagen darf. Und ich habe mich darauf spezialisiert, Professor zu sein und kaufe viele Güter. Jeder von uns spezialisiert sich. Das ist die Quelle des Wohlstandes. Und so ist das auch zwischen Ländern. Jedes Land kann sich spezialisieren und dann wächst der Wohlstand der Welt. Aber wenn man jetzt die Grenzen zumacht, dann geht das ja nicht mehr. Da muss jeder alles machen, auch das, was er nicht so gut kann. Nicht? Das sollte man nicht aufgeben. Und gerade Deutschland ist durch die Integration in den Freihandel, die uns ganz besonders gut gelungen ist in den letzten Jahrzehnten, unter anderem, weil die Briten in der EU waren und also diesen Freihandel wollten. Deutschland ist der große Profiteur dieses Freihandels der Welt. Und das sehe ich jetzt sehr gefährdet. Ich sehe es gefährdet von Trump, ich sehe es gefährdet von der EU, die gerne diesen Handelskrieg mitmacht, weil sie dann ihre Einnahmen verbessern. Ich sehe es gefährdet, ein bisschen von China. Also ich hab da Sorgen. Und ich glaube also in der EU, das haben viele noch nicht verstanden, ist die wirkliche Gefährdung, wenn jetzt die Briten austreten, nicht, dass wir weniger exportieren nach Großbritannien, sondern dass wir den Schutz der Briten, unter dem wir uns haben entwickeln können, verlieren. Die Briten haben mit ihrer weltoffenen Art, Commonwealth und so weiter, dafür gesorgt, dass die EU nie eine Handelsfestung wurde, sondern nach außen hin offen war. Sind 1973 reingekommen. Unter diesem Schutz haben wir uns prächtig entwickelt. Das heißt, wir verlieren da eine wirtschaftliche Kultur auch sozusagen, eine Art zu denken? Ja, eine Art zu denken, eine Art eben den Weg in die richtige Richtung zu wählen. Und ich habe jetzt die große Befürchtung, wenn die Briten weg sind, ist das nicht so gut. Ganz konkret, wir haben ja im Ministerrat eine Sperrminoritätsregel. Das heißt, wenn eine Entscheidung getroffen wird, kann sie blockiert werden von 35% der Bevölkerung der EU. Nicht? Von den Ländern, die dahinter stehen.
Und das ist im Lissabon-Vertrag reingekommen, um ein Gleichgewicht zwischen Nord und Süd zu machen. Die Nordländer, wenn ich also England, Holland, Deutschland bis Österreich und dann Norden rechne, hatten 39%. Und die Länder, die eine Küste am Mittelmeer haben, hatten 38%. Beide hatten sie dieses Gleichgewicht, weil sie eine Sperrminorität haben. Wenn die Briten weg sind, ist der Norden bei 30 und der Süden bei 43%. Das heißt, der Süden kann machen, was er will in Zukunft. Und wir haben unsere Sperrminorität nicht mehr. Also ich glaube, das geht so gar nicht. Aber wir stehen da. Das sind große Gefahren für die Freihandelsorientierung der EU, weil die Briten rausgehen und weil sich die Machtverhältnisse verschieben. Wir bewegen uns in Richtung einer Transferunion, wo wir uns gar nicht mehr wehren können, weil wir die Sperrminorität nicht mehr haben, wenn die Briten raus sind. Ein ganz zentrales Versprechen auch deutscher Politik, dass es zu dieser Transferunion niemals kommen wird. Wie bitte? Nein. Wie bitte? Haben Sie die erste Fassung des Koalitionsvertrages gelesen? Da steht ja das alles drin. Inzwischen hat man... Jetzt aktuell meinen Sie ja. Aber ursprünglich meine ich jetzt. Das ist ja das, was sozusagen nach der großen Finanzkrise immer mantramäßig wiederholt wurde. Das werden wir auf gar keinen Fall machen. Und das haben wir kein deutsches Geld. Was haben wir in der Finanzkrise gemacht? Angefangen von 2010, Griechenland-Rettung, über das OMT-Programm der Europäischen Zentralbank, dieses Schutzversprechen der EZB gegenüber den Investoren. Wir hatten stets wurde die Krise überwunden dadurch, dass letztlich das Portemonnaie des Steuerzahlers, und zwar im Wesentlichen des deutschen Steuerzahlers, hier auf den Tisch gelegt wurde und gesagt wurde, habt keine Angst, Investoren, wenn er jetzt weiter nach Griechenland und Co. geht, die Deutschen zahlen im Zweifel das Geld zurück. Also damit haben wir die Krise bislang so halbwegs gemanagt. Ja. Aber um welchen Preis? Ich möchte mal wissen, was in 15 Jahren eigentlich ist, wenn die Babyboomer in der Rente sind, die jetzt Anfang 50 sind. Und dann wollen sie eine Rente von Kindern, die sie nicht haben. Das wird sowieso ganz eng in Deutschland. Und dann fallen uns diese ganzen Haftungsversprechen in der Eurozone auf die Füße. Was ist dann eigentlich los in Deutschland? Ja. Nicht? Die Deutschen merken, wenn da der Flüchtling kommt, der in der Nachbarschaft ist, das stört sie irgendwie. Das kann man so und so sehen. Aber sie merken nicht, dass ihre Konten geplündert werden in diesem System. Das begreifen sie noch nicht. Das begreifen sie dann, wenn es zu spät ist. Herr Sinn. Vieles davon nachzulesen, ich merke gerade, Sie sind so leidenschaftlich, wie Sie auch in Ihrem Buch sind, ich mochte das sehr, würde mich sehr freuen, wenn wir, es war so faszinierend, Ihnen gerade zuzuhören, deswegen wollte ich Sie nicht unterbrechen, wenn wir bei einem zweiten Besuch nochmal ausführlich ein bisschen biografisch sprechen wollen, würde mich sehr freuen, hiermit eine Wiedereinladung ausgesprochen, danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Okay. Danke sehr. Auf der Suche nach der Wahrheit, tolles Buch.